Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Swoodstock. Wir Bayreuther kennen sie alle, die Spitalkirche. Und die meisten von uns waren auch schon drinnen. Aber wer von euch kennt den Spitalkeller? Oder den Dachboden? Und das schauen wir uns heute zusammen mal an. Aber bevor es in den Keller geht, schauen wir uns erstmal die Kirche von außen und innen an. Keller wurde im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzkeller genutzt. Für den Fall eines Giftgasanschlages hat es sogar eine Gasschleuse gegeben. Gehen wir zuerst nach rechts. Der selber ist älter als das Gotteshaus. Er ist von der Vorgängerkirche erhalten geblieben, einer kleinen urigen Spitalkirche. Deren Anfänge reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Hinten links befindet sich der alte Notausgang. Durch diesen hätte man flüchten können, wenn man verschüttet worden wäre. Aus diesem Gitter vor dem Eingang der Kirche wäre man dann rausgekommen. Gott sei Dank wurde die Kirche vom Bombenhagel verschont. Vermutlich, weil seit dem Mittelalter und bis 1974 der hintere Teil als Spital für bis zu 25 Bewohner benutzt wurde. Für diese war auch der Luftschutzkeller gedacht.
diesen Badewannen hätte man sich im Falle eines Giftgasanschlages reinigen müssen. Hier geht es wieder zurück zur Kellerluke. Hey Swoots, grüß dich. Grüß dich. Wir sind hier auf dem Dachboden der Spitalkirche. Ja. Kannst du ein bisschen was drüber erzählen? Also das hier war der ehemalige Wäscheboden fürs Bürgerspital. Dieser Abschnitt hier. Und jetzt, wenn wir dann hier durchgehen, ist es dann sozusagen Abschnitt Kirche. Okay. Oh, ein Lastenkran. Wo führt der denn hin? Das ist der Kronleuchter. Der Kronleuchter? Ja. Okay. Den man also hier per Kurbel ablassen kann, wenn Glühbirnen auszuwechseln sind, wenn er zu reinigen ist, entsprechend. Und hier hinten sieht man also hier noch, da, das war früher Gaslicht. Also hier sieht man noch den Anschluss hier, der wurde mit Gaslicht betrieben hier. Das ist noch der Rest. Und jetzt dann hat man natürlich auf elektrisch umgestellt. Das Weiße hier ist Brandschutzfarbe, die ist vom Zweiten Weltkrieg. Also falls hier Brandbomben reingefallen wären, wollte man dann hier zumindest einen Massenbrand, weil das ist ja, würde ja wie Zunderbrennen, Holz. Also dass man es zumindest verhindert hätte, aber die Kirche hat ein riesen Glück gehabt. Also die wurde ja nie getroffen, das ist sozusagen alles noch original. Jetzt Vorsicht auf die Köpfe, weil du wirst. Wo führst du uns denn jetzt hin? Ja, wir gehen jetzt Richtung Turmuhr. Ja, da waren Sachen vom Spital, also die sind noch aufgehoben. Also das wäre das Nebengebäude hier. Da wird eben gerade gebaut, wie gesagt, hier sind wir etwas eingeschränkt. Na, also das sind die, wo jetzt Friseur und Schmuckladen unten drin ist. Ja. Also das soll ja jetzt hier, also sollen Apartments werden, war früher Spital, dann Studentenwohnheim. Aber das ist noch alles erst im Werden. Das sieht ja recht übel noch aus hier. Die Hölzer sind weitgehend original. Also hier hinten war der Hausschwamm, da sieht man es, dass also die Mauer erneuert worden. Also das war hier, aber ansonsten haben wir alles erhalten können, soweit es ging. So, jetzt auch hier bitte auf die Köpfe, Vorsicht. Gibt es hier Führungen offizielle? Nee, also es ist einfach zu risikoreich. Wenn er mal einzelner rauf will, ja. Aber mit mehreren Leuten ist es hier einfach, weil ich vor allem durch Stadtarchiv muss und da haben wir nur bedingt Zutritt. Also ich mache das nur einzeln, nicht offiziell. Und für den Schutz magst du das, das ist ganz wichtig. Sozusagen, Vorsicht hier, es sind halt lauter Stolperfallen. Also das ist halt noch die mechanische Uhr mit Gewichten und Zahnrädern. Wir sind also eine der letzten Kirchen, die hier diese mechanische Uhr hat. Die anderen haben ja alle Funkuhren, aber ich habe den Vorteil, uns hört man allein schlagen, weil ich sie immer ein paar Minuten vorgehen lasse. Okay, du lässt sie vorgehen? Ein bisschen, weil das ist furchtbar. Schlosskirche, Stadtkirche ist ja funkgesteuert, klingt synchron, ist furchtbar. Wie viele Minuten ungefähr? Ja, maximal ein, zwei, also im Regelfall eine. Ich stelle es halt immer wegen nach. Und wenn ich jetzt hier an dem Ziffernblatt drehen würde? Ging nicht.
Weil da müssten wir hinten die ganzen Zahnräder aufschrauben. Achso, ist nicht so, dass es bei der Lese ist. Ich konnte jetzt hier nicht, ich konnte da gar nichts machen, sondern ich müsste hinten die Zahnräder aufschrauben und dann müsste ich hier vor allem aufpassen, also Viertel, Dreiviertel ganz, dass ich das Schlagwerk nicht durcheinander bringe. Und wie oft muss die mal kontrolliert oder gewartet werden? Oder das machen die Bayreuther Turmuhren, die haben ja den Wartungsvertrag hier. Okay. Und ich muss ja halt, gut, die ist etwas temperaturabhängig. Also wenn es jetzt kälter wird, geht das Pendel langsamer, dann muss ich es eventuell mal vorstellen. Okay. Wenn es wärmer wird, geht es schneller, dann muss ich es mal anhalten. Ich muss halt ein-, zweimal die Woche rauf, was aber den Vorteil hat, dass ich dann auch gleich sehe, ob hier alles in Ordnung ist. Okay. Die Tauben richten manchmal Schaden an, dann regnet es mal wo rein. Mhm. Also und so am alten Dachboden hat man immer. Also hier ist auch noch die Handkurbel, wir haben einen Aufzug hier drin. Also wenn das hier durchläuft, dann zieht die sich automatisch auf. Aber ich kann auch noch hier die Gewichte mit Hand hochziehen. Also wir sind energieunabhängig. Kommen wir mal zu dem Kabel hier, das ist jetzt praktisch, wo die Uhr bedient. Naja, das eine hier geht zu den Gewichten, die sehen wir ja dann da hinten hinter der Uhr. Ah, okay. Und das andere geht rauf hier zu der Uhr zum Schlagen. Ach ja, stimmt. Also das ist der Hammerzugdraht. Man hat ja durch das Fenster auch eine Hammeraussicht. Hier ist gerade der Weihnachtsmarkt. Hinter diesem Fenster befinden wir uns gerade. Hier haben sich auch einige in der Vergangenheit verewigt. So, Vorsicht, ich mache hier wieder zu. Also da seitlich sind jetzt die Gewichte da hinten, ne? Ich gehe mal voraus. Und das ist dann alles die Verbindungen zur Uhr runter. Ja. Da auch ein bisschen an den Kopf einziehen, so, da können wir durch. Dann geht's hier rauf. Ja, jetzt sind wir gleich in der Glockenstube. Also hier sind die drei Glocken, die sind noch original, die von 1750, die andere von 1732. Okay. Wir haben hier wegen den Tauben natürlich alles dicht gemacht, weil die richten sonst großen Schaden an. Wir haben also hier 5, 3 und 1 Zentner Gewicht. Die Glöbbel sind neu, also da hat man jetzt weichere rein, die alten waren viel zu hart. Die haben also die Glocke im wahrsten Sinn des Wortes geschlagen. Ja, die muss halt, gut, irgendwann muss einmal gedreht werden, dass nicht immer an dieselbe Stelle schlägt, aber das dauert lang. Also der Glockenguss hält schon was. Merkt man das, wenn es losgeht? Also fängt irgendwas an zu rattern, oder? Ja, gut, es zieht natürlich hier der Maschendraht dann an, es geht aber dann relativ schnell. Ah. Und ich meine, wenn es natürlich hier läutet, dann ist der ganze Glockenstuhl in Bewegung. Ich meine, das darf ja auch nicht starr sein. Ja. Bloß das sind dann halt insgesamt 10 Zentner Gewicht, die hier in Bewegung sind. Also das merkt man dann schon an dem Turm, dass da auch gewisse Schwankungen, die aber im Normbereich sind. Sind ja auch Brandmelder hier oben? Wir haben unten schon Rauchmelder. Rauchmelder. Also das haben wir schon, wobei im Ernstfall, ich meine, gut, das wäre natürlich ein Katastrophenfall, weil das Holz brennt natürlich. Und im Winter, im Sommer wird es da schon, ich habe teilweise über 40 Grad herum, aber gut, das ist ja ein Luftdurchzug. Und ich habe unten streng hingeschrieben, auch wenn mal hier jemand ist, Rauchen verboten. Also wir haben doch schon Glück, ich meine, man darf da natürlich auch nicht irgendwas hantieren. Aber das wäre natürlich schon eine Katastrophe, also wenn das hier, weil ich meine, die Kirche ist im Prinzip ja fast nur aus Holz und das greift dann natürlich sehr schnell um sich. Also mit der großen wäre es etwas unangenehmer, weil die ist noch wesentlich lauter. Vielen lieben Dank, Thomas, für die interessanten Einblicke.